Ich habe dir im vorgehenden Video gerade gezeigt, wie man vereinzelte Textabschnitte eine Zeilennummerierung anlegen kann. Jetzt möchte ich aber, wenn ich hier mehrere Abschnitte markiert habe, siehst du hier, ist es noch so, geht es bis 9, und dann wird es ausgelassen, hier geht es weiter, dass es hier wieder neu beginnt. Und hier gehe ich dann hier herein, klicke auf Format Absatz und kann jetzt hier das Hackerl auf der richtigen Registerkarte, das wäre Gliederung und Nummerierung, setzen, an diesem Absatz neu beginnen. Und hier beginnt es dann wieder bei 1, obwohl es hier eben bei 9 aufgehört hat.